Der Wahlkampf nimmt allmählich Fahrt auf. Das Motto bei der Bayern-SPD lautet Aufmerksamkeit erregen. Und zwar mit einem Bild von Markus Söder in Schreckverkleidung. Anti-Söder-Werbung also, auf die die SPD zum Start ihrer Landtagswahlkampagne setzt. Polizeiaufgabengesetz, Psychiatriegesetz, Kreuzpflicht. Söder habe einen Fehlstart hingelegt, meinen die Genossen. Wäre es nicht sinnvoller, mit einem Bild von der Spitzenkandidatin der SPD durch die Stadt zu fahren? Sie werden Natascha Kone noch an vielen Stellen Münchens ganz bestimmt sehen. Natürlich ist Natascha Kohnen die Person, auf die sich unser Wahlkampf fokussiert. Aber um das nochmal zu sagen, wir lassen Markus Söder nicht alles durchgehen. Wer so agiert wie er, wer so an die Wand fährt in seinen ersten Wochen, den darf man dann auch mal den Menschen ja, in der Form, wie wir es heute tun, vorführen. Unterstützung kommt aus dem Bayerischen Landtag. Wir müssen als Bayern-SPD auf alle Fälle frecher werden. Wir müssen offensiver werden. Denn es hat keinen Sinn, in der Sachpolitik zu glänzen. Viele unserer Vorschläge werden dann am Ende übernommen. Aber wenn es dann heißt, ihr seid zu leise, dann müssen wir das durchaus ernst nehmen. Das heißt, unser Wahlkampf muss jetzt offensiver werden. Die SPD in Bayern steht gut 5 Monate vor der Landtagswahl stark unter Druck. Nicht nur, weil die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zumindest im Moment über einen geringen Bekanntheitswert verfügt, sondern auch, weil die Umfragewerte im Keller sind. Derzeit kommen die Sozialdemokraten auf nur noch 12 Prozentpunkte. Damit liegt die SPD gleichauf mit der AfD hinter den Grünen. Da müssten doch bei Ihnen eigentlich alle Alarmglocken schrillen, oder? Die Umfragen sind alles andere als zufriedenstellend, das wissen wir. Und dementsprechend müssen wir jetzt auch ein Stück weit umswitchen. Es hat keinen Sinn, immer nur mit Sachthemen nach vorne kommen zu wollen, wenn keine Sachthemen im Moment gefragt sind. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Wohin geht unsere Gesellschaft? Da sind solche Fragestellungen wie das Kreuz oder ob wir einen autoritären Staat haben wollen oder einen Freistaat bewahren wollen, natürlich auch im Raum. Und an dieser Debatte muss sich die SPD stärker beteiligen. Ich glaube, dass die Bundespolitik in den letzten Wochen alles sehr überstrahlt hat. In der SPD gab es eine Debatte um den Parteivorsitz, um das wie weiter nach der Wahlniederlage vom 24. September. Da war es uns als Bayern-SPD, als Landesverband hier, nicht immer leicht gefallen, auf uns aufmerksam zu machen. Das wird jetzt in den nächsten Monaten deutlich besser gelingen, davon bin ich überzeugt. Wir wollen klar zweitstärkste Kraft bei der Landtagswahl am 14. Oktober werden. Wir haben die richtige Spitzenkandidatin, wir haben die richtigen Themen. Das werden wir in den nächsten Monaten sehr, sehr deutlich machen. Am 16. Juni steht für die bayerischen Genossen der nächste wichtige Termin an. Dann soll nämlich der Programmentwurf für die Landtagswahl verabschiedet werden. Schließlich will die SPD am 14. Oktober nicht auch hinter den Grünen landen.